Willkommen zu einer kurzen, ich gehe davon aus, kürzeren Legung, aber sie baut sich auf eine Short Message auf. Das heißt, in der Short Message hieß es, das steht bevor. Das ist der König der Münzen, welcher sozusagen genug geerdet ist, sich selbst vertraut, entschlossen seinen Weg geht, das Telefon ist schief, entschlossen seinen Weg geht, dem Leben vertraut und ja, so ganz bei sich ist. Und das wollte abgerundet werden. Ja, das wollte abgerundet werden. Und dann hieß es, kann das entstehen? Also das Ass der Münzen. Das bedeutet, Dinge können manifestiert werden. Dadurch, dass du gelernt hast und das jetzt abschließt, diesen König der Münzen zu leben, geerdet zu sein, stabil zu sein, deiner Kraft bewusst zu sein, entwickelst du eine Entschlossenheit und dann werden die Dinge angepackt. Und dabei darfst du weiter gut dafür sorgen, dass du geerdet bist, weil wir haben ja auch kollektive Energien, die immer ja, ein so ein bisschen mitwirbeln möchten. So, hallo, die Sabine grüßt euch. Ich fange immer gleich schon mit den Karten an. Ich sehe, dass dass so langsam immer Stück für Stück ein paar Abonnenten dazukommen, was mich natürlich total freut. Und mag jetzt noch geschwind zu der Legung was sagen. Kollektiv bedeutet, zieh dir raus, was für dich stimmig ist. Sei achtsam. Schau, wo du in Resonanz gehst, wo dich etwas berührt. Ich weiß jetzt nicht, wo diese kollektive Legung hingeht, ob ins Berufliche oder in die Liebe. Wir werden es schauen, aber oftmals ist es in meinen Legungen so, dass am Anfang eine allgemeine Energie dargestellt wird und irgendwann fällt eine Karte und da weiß ich, okay, Ende allgemein, jetzt fängt die Liebeslegung an. Und das finde ich sehr schön, dass die Karten das immer entscheiden, wann das dann der Fall ist. Und genau, mehr Info über mich und auch über Buchungen für persönliche Kartenlegungen als auch die Karten, die ich verwende, findest du im Infotext. Aber auch am Ende des Videos siehst du Bilder aller Karten. Das heißt, das sind die Karten, die ich alle habe und ich gehe immer intuitiv vor, weiß im Vorfeld nie, welche ich nutze. Gut, dann legen wir mal los. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und danke für jedes Like, danke für jeden Kommentar und danke für euer Dasein. Ciao! Ja, jetzt geht's los und ich habe eine Pause gemacht, weil ich meinen Magen so geknurrt hat. Und schaut mal her, wir hatten den König der Stäbe und das Ass der Stäbe. Der König der Stäbe ist das, was kurz bevorsteht, das Vertrauen in deinen Weg und die Entschlossenheit, einfach dem Leben zu vertrauen. Und was kommt danach? Ich glaube, ich wiederhole mich wieder. Das Ass der Münzen und da war es so, dass die Münze schon aus der Hand gefallen ist, zu dir hin, aus der Hand, die oben im Bild war. Ich habe die vorhin schon weggesteckt, so als ob wir die gar nicht mehr bräuchten, weil das wird passieren. Das wird passieren, so einfach ist das, weil du gehst jetzt keinen Schritt mehr zurück. Du hast so viel an dir gewirkt. Du wirst keinen Schritt mehr zurückgehen. Du wirst dich vielleicht noch von ängstlichen oder sorgenvollen Anteilen ein bisschen zurückgezogen fühlen, aber du gehst jetzt vorwärts. Der Drang ist viel zu groß. Und es ist auch schon eine weitere Karte rausgefallen. Ich musste nochmal das Video unterbrechen, weil ich einfach gemerkt habe, die Karten fehlen. Ich muss was dazu sagen. Ich möchte was dazu sagen. Und da fiel vom Opposition Tarot von Los Garabeo diese Karte mit der lichtvollen Seite raus. Wieder eine Münzkarte. Und ich habe eben gesagt, beim Ass der Münzen
Normal hält ja die Hand die Münze in der Hand, um sie zu überreichen, aber in diesem After-Tarot fällt die Hand schon zu dir hinunter. Und hier siehst du, dir wird von hier wird schenkt Mann, Frau eine, ich sag mal, das ist eine gelbe Rose. Ich krieg die Info, es geht um deinen Solarplexus, es geht darum, schau, das ist dein inneres Paar. Dein innerer Mann will dich jetzt beschenken. Er will jetzt aktiv werden. Er will die Dinge mit dir angehen. Was fühle ich noch? Und wie sie schön lächeln und sich freuen, dass es endlich soweit ist. Diese Karte spricht einfach von Glück, das in dein Leben kommt, ein überraschendes Geschenk. Es kann ein Gewinn sein, es kann eine Erbschaft sein, es kann ein neues materielles Vorhaben sein, was auch auf materieller Ebene Fülle zu dir bringen kann. Dennoch sehe ich hier auch die Liebe schon mit, ja, es kann auch die Liebe betreffen. Also das Paar im Außen, dass deine innere Veränderung auch in der Liebe im Außen etwas verändern wird und da ein Geschenk reinkommen kann. Ich glaube, hier geht es um die generalisierte Fülle. Vielleicht sogar parallel, materiell und in Liebesdingen. Und du lässt dich jetzt vom Leben beschenken. Du bist auf Empfangen eingestellt. Im Hier und Jetzt und du nimmst auch deine Gaben dankbar an. Und du hinterfragst die Dinge nicht, du lässt es jetzt fließen. Es ist eine günstige Zeit dafür. Und deswegen kann dann dieser König der Münzen sozusagen aus dem Before-Tarot die nächste Station, der nächste Schritt sein. Dieses tiefe Vertrauen in dich selbst. Und diese Manifestationskraft. Und wir haben lauter Münzkarten. Ich schaue mal weiter. Da scheint sich jetzt wirklich was zu bewegen. Welches Thema ist aufgelöst worden, sodass es jetzt so sein kann? Ich möchte nur eine Karte. Also einmal aus der Akasha-Chronik, You are loved, geht es, also schau, bevor wir jetzt mal den Text lesen, der da steht. Du hast angefangen, aktiv, liebevoll mit dir selbst umzugehen. Und ist es nicht spannend, da oben die 3 und die 4? Die Herrscherin und der Herrscher, sie sind dein inneres Paar. Und es gibt die 7, Aufbruch. Und du hast auch, ja, okay, dann schauen wir noch auf die Karte. Du hast auch auf deinen Körper geachtet und ihn als etwas Wertvolles anerkannt. Und dein Körper ist dein Tempel. Und in vielen deiner Lebensbereiche bist du achtsamer mit dir umgegangen. Und vielleicht auch die Balance von 3, 4, Herrscherin, Herrscher, Passivität, Aktivität. Also in dir ist der Wandel reingekommen. Und das hat dich auch aufrichten lassen. Ja, das hat dich aufrichten lassen. Moment. Ah ja, natürlich, da ist er. Solarplexus Chakra aus meinem Rainbow Word Kartendeck. Du hast ganz viel und deswegen auch mit dem Körper. Du hast auf deinen Körper geachtet, wann er Ruhe braucht, ja? Hast gelernt, deinen Körper mehr wahrzunehmen, mehr zu spüren und zu fühlen. Und deswegen ist jetzt auch Zeit,
dass Dinge sich manifestieren können. Gut, Revue passieren. Du hast an deinem Selbstwert gearbeitet, du bist in vielen Lebensbereichen dir deines Wertes bewusst geworden, bist fürsorglich, wohlwollender und achtsamer mit dir gewesen. Deswegen wird dir jetzt ein Geschenk überreicht, das kann viele Lebensbereiche betreffen. Es geht um Anführungszeichen, Gefühls- oder materielle Fülle und das kann geschehen, weil du im Innen dich jetzt selbst wertschätzt und bereit bist zu empfangen. Du hast es verdient, auch wenn wir uns das hier gar nicht verdienen müssen. Das ist ja unser Geburtsrecht, dass es uns gut geht. Aber all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Traumata, die wir erfahren haben, die Verletzungen, haben uns halt oftmals Glaubenssätze über uns selbst aufgedrückt, die da nicht dienlich waren. Und das alles hast du bearbeitet. Und deswegen können jetzt diese vielen Münzkarten kommen und dich beschenken. Das heißt also, dein innerer König wird jetzt auf sein Reich aufpassen, wird dem Leben vertrauen und wird sich selbst vertrauen. Und sozusagen kann dann das weitere Geschenk in dein Leben kommen, das Münzen. Ich suche es jetzt doch nochmal. Also, ich habe sie gefunden. Das After Tarot von Los Gabeo. Ja, da ist es also. Das ist wirklich der erste Schritt hin in die Manifestation von was ganz Wundervollem. Ich weiß nicht, was das Skarabäus als Krafttier ist, da kannst du für dich nachschauen, weil der hat gerade eine ganz wichtige Bedeutung und hier geht's lang. Da, ein Rosenbogen, wo du vorher das Geschenk einer Rose kam. Das ist das, was hier sein wird. Wenn du den König der Münzen lebst, deinem inneren König vertraust und dem Leben vertraust und genau das jetzt anpackst, was anzupacken ist, Manifestation. Vielleicht weißt du auch schon, was es für dich persönlich bedeutet, ob es irgendwas Familiäres ist, ob es was Geschäftliches ist, ob es was in der Liebe ist oder parallel. Wir hatten ja die Tage, die Stäbe, die alle anfangen zu grünen. Das können verschiedene Projekte sein, die parallel laufen. Aber hier kommt wirklich was ganz, was Schönes auf dich zu. Lass dich nicht von ängstlichen Anteilen aus der Spur bringen. Also, wenn du das jetzt nicht glaubst oder wenn dann gleich irgendwelche Stimmen hochploppen. Wie schön. Die dir sagen, das klappt doch nicht. Und wenn ich mich jetzt darauf freue und wenn ich da jetzt vertraue, dann falle ich wieder auf den Popo. Also, das sind die Stimmen, die bei mir sind. Ne? Also, die werden zwar immer leiser, weil ich ja mich mit denen wohlwollend und liebevoll unterhalte und ihnen die Angst nehme und ihnen Sicherheit schenke. Das Männliche in dir schenkt der Gefühlsebene, dem Weiblichen, Sicherheit. Ja? Wir schaffen das gemeinsam. Und so gehe ich mit meinen Anteilen um, die eben Angst haben oder zweifeln. Und da kam diese schöne Karte. Fühle die Farben der Hoffnung. Wie macht man das? Probier es einfach mal. Guck mal, was die Information, die jetzt zu dir gekommen ist, mit dir im ersten Moment gemacht hat. War da erst Freude, bevor die Zweifel oder Ängste kamen? Die Freude, schließ die Augen. Erinnere dich an die Freude, erinnere dich an das, was es mit dir macht, wenn du hörst,
Die Dinge werden jetzt in den Fluss kommen. Schließ die Augen, welche Bilder kommen. Wie reagiert dein Körper darauf? Welche Gefühle kommen? Konzentriere dich zuerst auf das Schöne, wenn es wirklich so wäre. Stell dir es vor, das ist die Farbe der Hoffnung. Ich hoffe jetzt, dass das wirklich so zutrifft. Ich hoffe jetzt, dass das so kommt. Ich habe die Augen zu, hast du sie auch zu? Welche Farbe kommt? Welche Farbe hat bei dir die Hoffnung? Welche Farbe hat die Gänsehaut, wenn du sie zulässt, bei dem Gedanken, dass jetzt Wünsche wahr werden, Projekte manifestiert werden, die Liebe in dein Leben kommt? Atme das ein, lass es durch den Körper fließen, konzentriere dich auf das Schöne und lass dich da nicht rausreißen. Fantasieren dürfen wir. Wir dürfen uns das jetzt vorstellen. Und vielleicht hilft es dir. Du bist jetzt am Ende einer Sackgasse. Da ist eine Mauer. Da kommst du nicht drüber. Du erkennst es. Du setzt dich hin. Du lehnst dich an die Mauer an. Schließ deine Augen und glaubst an all das, was hier gerade erzählt wurde. Und dann erlaubst du dir, das zu glauben. Und dann lässt du wirklich dein inneres Kopfkino vom Herzen genährt laufen. Wie wäre es, wenn? Schau, was der Körper mit dir macht. Hol die Farben der Hoffnung zu dir und erschaffe in Gedanken deine neue Realität. Und wenn dann Sorgen oder Ängste kommen oder Zweifel kommen, dann zeig ihnen deine Bilder und sag, hey, guck, hier ist eine Mauer, lass es uns anders versuchen. Lass uns doch einfach mal vertrauen. Lass uns doch mal König der Münzen sein. Wenn es wird wie immer, haben wir es zumindest mal versucht. Und wenn wir es versuchen, dann besteht die Chance, dass es diesmal anders sein kann. Der König der Münzen vertraut sich selbst und seiner Kraft und seinem Potenzial. Die fiel auch raus. Er geht seinen Weg in seinem Tempo, so wie du auch. Auf diesem Weg darf es Rückfälle geben. Es darf Pausen geben. Wichtig ist zu gehen. Und wenn Ängste, Sorgen und Zweifel kommen, es sind 3 Stück rausgefallen aus meinem eigenen Deck, die Schatztruhe. Trällere, summe, pfeife, singe. Befreie deine Stimme und dein Herz und schüttel und tanze die Sorgen und Zweifel aus dir heraus. Das war so eine kleine Hilfestellung für jene, denen es so geht wie mir. Ich hatte ja die Tage eine kollektive Legung, wo die Zweifel auch vorkamen in Form von einer Höhle, in der man sitzt. Und man hört all das Tolle, was jetzt geschehen wird und sieht aber die dunklen Wolken und die hellen Wolken. Man sieht auch da hinten den Wasserfall mit dem Lebensfluss, alles gut, aber man müsste ja aus der Höhle raus und es könnte ja was schief gehen. Und das sind so Methoden, sich selbst zu helfen. Und dann aus Verena Königs Deck fielen noch diese her. Wenn du dann an deiner Mauer sitzt, gemütlich angelehnt, oder in deiner Höhle und nach draußen guckst, ob du wirklich raus kannst, dem allem vertrauen kannst. Ich atme Ruhe ein, ich atme Frieden aus. Und wenn du das in dir hast und fühlst, dann wächst dein Vertrauen. Spannenderweise, es kam heute Morgen bei der Short Message die Klarheit hierher. Und nach meinem Coaching, das ich hier zwischendurch hatte, kam der Ring dazu. Und der Ring kann für eine Verbindung stehen. Aber auch hier, entweder in der Liebe oder in der Familie oder Verträge beruflich. Und hier fiel ja auch Erbschaft. Oder Gewinn, also da kann ja die Fülle auf unterschiedlicher Weise kommen. Und der Ring steht hier
für all die Verträge und Bindungen. Und ich gucke mal, für was er noch steht. Das ist schön. Es steht auch dafür, dass du mit diesem inneren Paar, ja, ihr habt euch gegenseitig versprochen, dass Geben und Nehmen in der Balance ist. Auch mit deinem Umfeld. Geben und Nehmen ist in der Balance. Warum die Karte jetzt gefallen ist? Genau. Das hat mit deinem Selbstwert zu tun. Vielleicht hast du auch ein Helfersyndrom gelebt und hast gedacht, du bist es nicht wert zu empfangen. Ihr habt euch jetzt im Innen versprochen, dass ihr auf euch achtet, auch auf den Körper. Passivität und Aktivität werden immer schön versucht in der Balance zu halten. Moment, jetzt ist hier was schiefgelaufen. Moment. Ja, und es stärkt auch diesen König der Münzen. Also dieser innere männliche Anteil, egal ob du Frau oder Mann bist, bringt dich jetzt dahin, dass du so viel an dir gearbeitet hast, dass nun Dinge wahr werden können. Und darüber freut sich dann die Königin der Kelche, also die Königin der Gefäße und die Königin der Kelche. Das heißt, auch die Gefühle werden wirklich, wenn ein Mensch sich im Innen selbst Sicherheit schenken kann, durch das sich aufrichten, kann die Gefühlsebene wirklich in den Fluss kommen, weil die Angst vor Verletzung oder die Verlustangst sich verringert. Also das spricht alles hier für die Öffnung zur Manifestation von Fülle in Form von Gefühlsfülle und materieller Fülle. Und das ist total schön. Und es geht darum, dass du vertraust, also wirklich vertraust, weil der Kelchkönig war ja, der König der Münzen war ja Before Tarot. Das bedeutet, du musst die Tür aufmachen. Du darfst die Tür aufmachen und da steht der. Er will integriert werden. Er möchte dir helfen, dir selbst vollständig zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen. Und wenn es dann auch um die Liebe geht, kann sich das im Außen in einem Herzensmenschen spiegeln. Und da jetzt die Königin der Gefäße geflogen ist, die Königin der Kelche, die Königin der Gefühlswelten, die wie der Salat, wie der Lachs wirklich so viel Power da reingeben kann, damit die Liebe gelebt werden kann, hören wir hier mit der allgemeinen Legung auf. Und gehen über in die Liebeslegung. Und ich, alle, die jetzt hier aufhören, meine Liebeslegungen gehen meist um noch nicht gelebte Wirs, also Verbindungen, Verbundenheiten. Oftmals energetisch schon spürbar oder dass man das Gegenüber auch kennt, aber eben Nähe-Distanz-Themen da sind. Also wer jetzt hier kein Interesse hat, weiter zuzuhören, dem sage ich ein Danke für dein Dasein, ein Danke dafür, dass du mit dem Herzen zugehört hast und ich hoffe, dass wirklich Dinge dich berührt haben und dir helfen, das zu manifestieren, was jetzt manifestiert werden möchte. Ich drücke mal auf Pause und dann mache ich Platz und dann geht's weiter. Ja, und weil das so schön ist mit meinen zwei neuen Kartendecks, das Before Tarot von Los Garabeo wird uns jetzt sagen, was steht vor der geschlossenen Tür? Welches Ereignis in der Liebe passiert,
wenn du vertrauensvoll dich auf Empfangen einstellst. Ich rede immer aus der Sicht der Frau und das Gegenüber ist ein Mann, um es für mich einfach zu halten. Und bitte münze es für dich passend um. Da haben wir sie wieder, die Münze. So, was steht in der Liebe kurz bevor? Ich bitte um eine Karte, keine vier. Zwei nehme ich noch in Kauf, aber ich möchte jetzt nur eine Karte. Was steht in der Liebe kurz bevor? Sehr spannend. Schau her. Wir haben sie nochmal bekommen, die Königin der Kelche. Und kurz bevor. Und schau her, sie kriegt von einem Delfin einen Kelch überreicht. Für mich ist es ein Kelch. Und der Delfin hat für mich eine schöne, leichte Energie. Und die Kelchkönigin sitzt auf ihrem Thron. Sie greift nach dem Kelch. Und das geschieht, wenn du die Tür aufmachst und vertraust. Die Botschaft ist schon da. Liebe will gelebt werden. Liebe will empfangen werden. Liebe will verschenkt werden. Gut. Ich bin jetzt, also das freut mich gerade sehr. Und wir nehmen jetzt das Fairy Tarot, das Regenbogen Rainbow Tarot von Los Carabeo und schauen mal, was ich. Ach, komm, stell dich hin, drück die Klinke. Wir fragen jetzt nicht, was dich behindert. Dich behindert jetzt gar nichts mehr. Du gehst jetzt an. Ich würde mal sagen, primär, ich habe da mehrere Ideen jetzt zu diesem Bild. Das heißt, ich wollte ja gerade sagen, hey, hinter die Kelchkönigin, die ein Geschenk bekommt aus den kollektiven Energien des Meeres, immer das Kollektiv, der Delfin bringt dir den Kelch von einem Herzensmenschen. Und du packst 10 Stäbe, du packst es jetzt an. Ach, dich hält jetzt nichts mehr zurück. Du drückst die Klinke runter und machst die Tür auf und setzt dich dort auf deinen Thron, damit der Delfin dir in deinen Kelch springen kann. Gleichzeitig sehe ich aber darin auch den Gegenpart, dem es genauso geht. Der jetzt sagt, ich nehme jetzt all mein Feuer, all meine Leidenschaft, all meine Entschlossenheit, die in mir steckt. Und der Regenbogen, die Energie des Regenbogen begleitet das Gegenüber. Die 10. Stäbe trägt er. Es ist schwer. Natürlich, er hat Schiss und er weiß ja nicht, was ihn erwartet. Er hat keine Ahnung, was sein Gegenüber sich alles so geleistet hat. Und deswegen ist es für ihn schon auch ein schwerer Weg. Er muss schon einige Schatten überspringen, aber er wird anklopfen. Er wird an deiner Tür anklopfen oder sie steht schon offen, weil du den Kelchkönig, weil du den König der Münzen in dir lebst, der, genau, du wartest schon, ja, die Tür ist offen, du lebst den König der Münzen, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen ins Leben, du weißt, dieses Geschenk wird kommen. Und so wie du jetzt ganz entschlossen die Türklinke drückst, wird dein Gegenüber auf dem Weg sein zu dieser Tür, die dann offen stehen wird. Das kannst du auch schon als offene Tür sehen, ja? Das ist wie so eine gemeinsame Entwicklung,
wo ihr beide eure Schatten überspringen werdet. Ja, aber ihr macht es parallel. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ich habe hier auch noch ein eigenes Deck. A True Love Story Never Ends. Und die fängt mit der Selbstliebe an. Was möchtest du jetzt so auf energetischer Ebene deinem Herzensmenschen sagen? Oder was möchtest du ihn fragen? So, dass wir einfach mal gucken. Es scheint ja wirklich kurz bevorzustehen. Das war auch in der letzten kollektiven Liebeslegung so, dass das alles kurz bevorsteht. Ja, siehst du, du willst ihm sagen, dass du endlich mit ihm reden möchtest. Über die Liebe, schau. Aufgeschäumte Milch und ein Kakao-Herz. Du willst mit ihm über die Liebe sprechen. Jetzt machen wir es mal so. Das ist ja die Energie, die offene Tür, die lege ich da hinten. Die lege ich dahin. Moment, ich habe irgendwo ein Herz. Und dann machen wir gleich eine Familienaufstellung. Möge die Tür sich öffnen und offen bleiben und voll Vertrauen. Alles geschehen, wie die Karten es uns wünschen. Das bist du, Frau, das bist du, Mann. Frau will reden. Ja, ich glaube, du willst jetzt Klarheit, ne? Ich gucke mal da. Die Liebeslegung, von der ich gerade erzählt habe, da war das auch beim Gegenüber. Der sprudelt innerlich schon über, weil er was in Planung hat, weil er sich ja entschlossen auf den Weg gemacht hat. Okay, Frau will reden, das Gegenüber sprudelt über. Ich rede ja von Gegenüber Mann, sprudelt über. Ich sehe dann, ist ja süß, ich sehe wirklich ein breit grinsendes Gesicht bei der Vorstellung, wie du reagieren wirst, wenn er dann da ist. Ja, genau. Und ich muss meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich das nicht. Wir gucken mal, ob Tiros Kipperkarten was sagen möchten. Die da. Was fällt zur Frau? Eine einzelne Karte mit einer sinnvollen Bedeutung. Und wenn zwei rausspringen wollen, dann bietet es nein, nur eine. Unverhofftes Geld. Wir haben ja nach der Frau gefragt und dieses unverhoffte Geld nehmen wir als diese Fülle, die wir in der allgemeinen Legung hatten. Du wirst ein Geschenk bekommen. Es kann ein Liebesgeschenk sein und es kann ein materielles Geschenk sein. Das kann eine Erbschaft sein, das kann ein Gewinn sein, das kann berufliche Erfolge sein oder es kann liebliche Liebeserfolge bedeuten. Wird hier also nochmal bestätigt, die Fülle kommt in dein Leben. Und was sagt dein Herzensmensch? Was kriegen wir über den noch gesagt? Die Kipperkarten. Also haltet es mal offen, gell? Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man, also wenn wir uns in unseren Möglichkeiten nicht gedanklich eingrenzen, hat das Leben viel mehr Raum, das für dich zu manifestieren, ne? Also liebe Kippers, ich möchte nicht viele Karten, ich möchte nur eine für die männliche Energie, für die Energie des Gegenübers. Und wenn ich jetzt noch einmal mische und da kommt nichts, nehme ich eine. Ach, schau her. Du bist für ihn ein reiches Mädchen. Das heißt reich an Liebe, reich an Wärme, reich an Geborgenheit. Das, was ich, ja, also da, das ist, reich ist hier das Gleiche, diese Fülle. Ne? Du strahlst einfach Fülle aus, Zufriedenheit aus, Verständnis aus. Bist ganz bei dir, bist ungemein weiblich für ihn. Und
Ja, der sprudelt über. Der sprudelt über. Das ist also jetzt der Ist-Zustand. Du machst jetzt die Tür auf, weil du mit ihm reden willst. Außerdem weißt du, dass für dich jetzt das Leben sorgt. Er sprudelt schon über, ist auf dem Weg. Er weiß, du hast die Tür auf oder du wirst sie aufmachen. Deswegen haben wir das Herz auf der offenen Tür. Er sieht dich als die Frau, die in sein Leben passt. Und dann schauen wir mal, mit dem After-Tarot. Was passiert, wenn ihr euch begegnet? Was passiert in der Liebe, wenn ihr euch begegnet? Der König der Kelche. Jetzt erkenne ich gerade nicht den Unterschied zum Standard-Tarot. Also betrachten wir das, ich habe es echt vergessen jetzt. Betrachten wir mal, was okay. Ich muss gucken. Das war jetzt total gut, dass ich mir das angeguckt habe. Das ist das Original-Tarot. Ja? Da reicht er ihr den Kelch. Wir haben aber das After-Tarot. Wir wollen wissen, was passiert, wenn ihr euch an der Tür begegnet, die du offen hältst, weil du vertraust ins Leben. Ja? Und da. Gut. Ich bin jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos bin. Also dieser Ritter der Kelche, der trägt ja rot, ne? Das heißt, er bringt auch Leidenschaft mit. Aber er zeigt dir, er trinkt aus dem Kelch. Da drin ist Wasser. Wasser steht für Gefühle. Er zeigt dir. Also für mich kommt das Bild, du hast einen Kelch genommen, wenn er dann da ist, ne? Und du hast seinen Kelch mit Wasser gefüllt, mit Gefühlswelten gefüllt, weil du willst ja reden und bei ihm sprudelt es ja eh schon über, ne? Und er wird den Kelch, den du ihm zurückreichst, trinken. Er wird kein Mann sein, der sich von seiner Leidenschaft überrollen lässt. Da spielen Gefühlswelten mit. Das ist das, was mir jetzt hier rüberkommt. Wow, ist es schön. Dann gucken wir noch mit dem Lenormand, ob das uns da auch noch was erzählen möchte. Also, die Begegnung findet statt. Öffnung dafür ist im Wirken. Frau will reden, Mann grinst sich schon ein ab, weil er weiß, was er gerade tut und sie weiß es noch nicht. Er tut's. Der war auch in der Liebeslegung, ja? Und wieder haben wir die zwei Männer auf dem weißen Pferd und die Leidenschaft und Gefühl miteinander verbinden. Und was wird dann passieren? Das ist schön. Das ist der Wächter des Regenbogens, der Hüter des Regenbogens. Ihr beide habt einen langen Weg hinter euch. Ihr habt euch zu gerne für andere verloren. Ihr habt euch nie als Priorität wirklich gesehen oder als Priorität gelebt. Der Hüter des Regenbogens, wenn der bei dir ist, bedeutet das,
Ja, ist jetzt bei euch beiden, weil ihr durch eure Prozesse gegangen seid. Ihr hättet nicht früher zusammenkommen können. Ich erzähle immer die Geschichte: Am Ende des Regenbogens gibt es einen Schatz und der trägt deinen Namen. Und für mich ist dann so, die zwei Enden des Regenbogens, schau her, er hat jetzt auch gelernt, dass er ein Schatz ist. Er ist es wert. Er ist es wert, geliebt zu werden. Das hast du ihm gezeigt. Und am anderen Ende des Regenbogens bist du. Die Frau, die er liebt, mit all ihrer Weiblichkeit, die sie zu leben gelernt hat. Und auch, dass sie sich jetzt selbst, dass du, Frau, dich jetzt selbst ernst nimmst, wichtig nimmst, wertschätzt und erkennst, du bist ein Schatz am Ende des Regenbogens. Denn der trägt deinen Namen. Und weil ihr beide das jetzt erkannt habt, können die Wege sich zusammenführen. Das ist der Herzenskompass, ja? Und danach habt ihr euch immer orientiert. Und natürlich dauert es manchmal etwas lang und manchmal dauert es ganz arg lang. Aber immer wenn du deinem Regen, deinem Herzen gefolgt bist, deiner Liebe gefolgt bist, hast du dir die Themen angeschaut, die sich gezeigt haben. Und in dem Abstand, den ihr voneinander gelebt habt, habt ihr euch auch gelernt aufzurichten. Wir hatten es ja vom Solarplexus. Und dieses Aufrichten war auch nötig, um diese Nähe- und Distanzthemen auflösen zu können und keine Angst mehr vor der Tiefe der Liebe zu haben, die sicherlich ein Übungsfeld sein wird, wenn zwei, die so viel an sich gearbeitet, gewirkt haben, dann aufeinandertreffen. Ihr werdet euch im Außen treffen, also ihr werdet euch nicht gleich privat treffen, sondern im Außen. Aber euer beider Ziel ist, die Lilie zu leben. Lilie ist Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Frieden, Harmonie und eine wundervoll gelebte Intimität. Das ist die Basis, auf die eine gesunde Partnerschaft, die eine gesunde, nein, das ist das, was eine gesunde Partnerschaft als Basis braucht. Und da habt ihr erstmal hinkommen müssen. Ganz oft schon habe ich jetzt müssen gesagt. Ich meine das jetzt aber nicht unter Zwang, sondern kennt ihr das Gefühl, wenn man wirklich da an der Mauer sitzt, in dieser Sackgasse und sagt, ich muss es jetzt mal anders machen. Ich möchte es jetzt anders machen müssen, weil ich will das so nicht mehr machen wollen, wie ich es die ganze Zeit getan habe. Also dieses Muss ist nicht negativ angehaucht. Ihr trefft euch im Außen und ihr habt den gleichen Wunsch. Ja, es fallen keine weiteren Karten mehr. Also lassen wir dem Leben noch Raum, weil jeder, der hier zuhört und sich berührt oder angesprochen fühlt, ist hier ein Individuum und sein Gegenüber ist auch ein Individuum und da hat jetzt die Entwicklung ganz individuellen Spielraum. Ich wünsche dir, dass das jetzt geschieht. Und dass ihr beide offen dafür seid. Und ich freue mich über Feedback, Kommentare, Abonnements. Und wenn du wieder hier vorbeischaust. Bye bye, ciao ciao, peace and love, Sabine Carola.